Stoizismus. Eine Philosophie, die den Test der Zeit bestanden hat und aus der Weisheit antiker Denker wie Marcus Aurelius, Seneca und Epiktet stammt. Im Kern betont der Stoizismus Tugend, Weisheit und ein Leben, das mit Absicht und Selbstkontrolle geführt wird. In der heutigen, schnelllebigen Welt, die vom unaufhörlichen Lärm der Technologie und äußeren Drucks bombardiert wird, haben viele von uns unbewusst Gewohnheiten angenommen, die gegen diese jahrtausendealte Weisheit verstoßen. Diese Gewohnheiten führen uns oft dazu, abgelenkte und unerfüllte Leben zu führen, immer auf der Suche nach dem Nächsten, was uns ein flüchtiges Gefühl von Glück gibt. Aber was ist, wenn der Schlüssel zu innerem Frieden, Glück und einem sinnvollen Leben nicht darin besteht, mehr hinzuzufügen, sondern zu subtrahieren? Indem wir die Gewohnheiten entfernen, die uns fesseln und uns daran hindern, unser wahres Potenzial zu erreichen? Heute tauchen wir tief in 7 anti-stoische Gewohnheiten ein. Gewohnheiten, die Sie vielleicht an sich selbst erkennen, Gewohnheiten, die, wenn sie nicht überprüft werden, Sie von dem ruhigen und zentrierten Leben abbringen könnten, das der Stoizismus bieten kann. Sind Sie bereit, sich auf diese Reise der Selbsterkenntnis und Transformation einzulassen? Lassen Sie uns die 7 Gewohnheiten erkunden, die Sie jetzt aus Ihrem Leben entfernen sollten. Nummer 1. Außenorientiert leben. In einer Welt, die von Likes, Shares und Followern lebt, ist es leicht, in die Falle der Suche nach externer Bestätigung zu tappen. Unsere erste anti-stoische Gewohnheit beschäftigt sich genau mit dieser Herausforderung, außenorientiert zu leben. Unsere Umgebung bombardiert uns ständig mit Botschaften darüber, wie Erfolg aussieht, was als Schönheit definiert wird und welche Lebensmeilensteine wir bis zu bestimmten Alters erreichen sollten. Werbungen, Influencer, sogar wohlmeinende Freunde und Familie können uns vordefinierte Maßstäbe setzen. Das größere Haus, das neueste Gadget, die exotischen Urlaube, uns wird gesagt, dass dies Marker eines erfolgreichen Lebens seien. Und hierin liegt die Falle. Wenn unser Blick ständig nach außen gerichtet ist, bereiten wir uns auf endlose Zyklen des Vergleichs und der Unzufriedenheit vor. Denn es wird immer jemanden geben, der mehr hat, mehr tut, glücklicher erscheint. Ohne es zu merken, werden wir zu Marionetten gesellschaftlicher Normen und externer Erwartungen. Unser authentisches Selbst, unsere echten Wünsche und unser innerer Kompass können in diesem Getöse verloren gehen. Stellen Sie sich nun ein Leben vor, in dem Sie nicht von jedem äußeren Launen beeinflusst werden. Ein Leben, in dem Ihr Selbstwertgefühl nicht von den neuesten Trends oder der Anzahl der Follower abhängt. Der Stoizismus drängt uns, unsere Autonomie zurückzugewinnen, zu verstehen, dass wir, während wir die äußere Welt schätzen und uns mit ihr beschäftigen können, unseren wahren Anker im Inneren haben sollten. Unsere Tugenden, Werte und persönliches Wachstum sind die wahren Maßstäbe. Carl Jung schrieb: Wer nach außen sieht, träumt, wer nach innen sieht, erwacht. Indem wir Introspektion üben und uns in unseren intrinsischen Werten verankern, können wir die äußere Welt mit einem Gefühl von Zweck und Richtung navigieren, anstatt in ihren ständig wechselnden Gezeiten zu treiben. Nummer 2. Sich von Emotionen beherrschen lassen. Emotionen sind mächtig. Wie die unvorhersehbaren Wellen des Ozeans können sie uns umhüllen und uns in Momenten der Leidenschaft, Wut oder Trauer von den Füßen reißen. Unsere 4. anti-stoische Gewohnheit konfrontiert uns mit einer universellen Herausforderung, sich von Emotionen beherrschen zu lassen. Haben Sie schon einmal eine Entscheidung bereut, die im Affekt getroffen wurde? Oder wünschten Sie, Sie könnten Worte, die in Wut gesprochen wurden, zurücknehmen? So ist die Macht ungezügelter Emotionen. Sie können unser Handeln bestimmen und uns oft in die Irre führen. Emotionen sind die Farben unserer menschlichen Erfahrung. Sie malen unsere Erinnerungen, leiten unsere tiefsten Verbindungen und oft auch unsere tiefsten Bedauern. Die Gesellschaft sendet uns oft gemischte Signale. Uns wird gesagt, wir sollen unsere Emotionen in einem Moment verbergen und im nächsten unserem Herzen folgen. Das Ergebnis? Eine turbulente Beziehung zu unseren eigenen Gefühlen. Doch der Stoizismus lehrt uns, dass Unbehagen ein Tor zum Wachstum sein kann. Dass Widrigkeiten mit Mut und Resilienz konfrontiert uns zu stärkeren, weiseren Wesen formen können. Ermächtigung kommt von der Anerkennung unserer Emotionen, ohne sie unsere Entscheidungen dominieren zu lassen. Es geht darum, unser Schiff mit einem klaren Kompass zu steuern, selbst wenn Stürme der Leidenschaft oder Angst aufkommen. Du hast Macht über deinen Geist,
nicht über äußere Ereignisse. Erkenne dies und du wirst Stärke finden. Marcus Aurelius. Während wir das komplexe Labyrinth des Lebens navigieren, sollten wir nach emotionaler Meisterschaft streben. Unsere Erfahrungen mit allen Farbtönen unserer Emotionen malen, aber immer mit Absicht, Balance und Zweck. Nummer 3. Übermäßiger Genuss. In einer Ära beispielloser Fülle und sofortiger Befriedigung lockt die Verführung des Übermaßes an jeder Ecke. Vom Binge-Watching von Fernsehserien bis zum übermäßigen Konsum von verarbeiteten Lebensmitteln manifestiert sich der übermäßige Genuss auf vielfältige Weise und verspricht oft sofortiges Vergnügen oder eine Flucht vor Unbehagen. Doch während die flüchtige Freude des Exzesses verlockend erscheinen mag, sind die langfristigen Folgen oft mit hohem Preis verbunden, sowohl physisch als auch psychisch. Übermäßiger Genuss repräsentiert im Kern ein Ungleichgewicht, eine Abweichung vom stoischen Ideal der Mäßigung und Temperanz. Der Stoizismus, verwurzelt in der Kultivierung von Tugend und Weisheit, unterstreicht die Bedeutung von Selbstkontrolle und Zurückhaltung. Er ermutigt Individuen dazu, nicht auf Launen oder flüchtige Wünsche zu handeln, sondern auf der Basis von überlegten und rationalen Entscheidungen. In einer Welt voller Ablenkungen und Versuchungen steht dieses stoische Prinzip als Leuchtfeuer da, das uns an die Tugenden von Balance und Mäßigung erinnert. Doch warum ist der übermäßige Genuss in der modernen Gesellschaft so allgegenwärtig? Ein Grund liegt im unerbittlichen Bombardement konsumistischer Botschaften, denen wir täglich ausgesetzt sind. Werbungen malen oft ein Bild von Glück, das an materielle Anschaffungen oder sinnliche Freuden geknüpft ist, und suggerieren, dass mehr immer besser ist. Diese Botschaften, kombiniert mit der menschlichen Tendenz, sofortiges Vergnügen zu suchen, schaffen ein mächtiges Rezept für Überkonsum. Die Folgen solcher Verhaltensweisen erstrecken sich über ein breites Spektrum. Physischer, übermäßiger Genuss, sei es in Bezug auf Essen, Trinken oder andere Substanzen, kann zu Gesundheitsproblemen führen, von Fettleibigkeit bis hin zu Sucht. Geistiger, übermäßiger Genuss, wie der übermäßige Konsum von Medien oder eine ungesunde Besessenheit von Perfektionismus, kann zu Angstzuständen, Depressionen und einem verzerrten Selbstwertgefühl führen. Darüber hinaus dient übermäßiger Genuss oft als Bewältigungsmechanismus, eine Möglichkeit, Leere zu füllen oder unangenehme Realitäten zu entfliehen. Anstatt zugrunde liegende Probleme oder Emotionen anzugehen, ertränken Individuen diese in flüchtigen Freuden. Doch solche Vermeidung ist nur eine vorübergehende Erleichterung und die ungelösten Probleme tauchen oft mit verstärkter Intensität wieder auf. Der Stoizismus bietet in diesem Kontext eine wertvolle Perspektive. Indem er für Introspektion und Selbstbewusstsein eintritt, ermutigt der Stoizismus Individuen, die Wurzelursachen ihrer Wünsche zu verstehen. Anstatt gedankenlos Gelüsten zu erliegen, werden Stoiker dazu aufgefordert zu fragen: Warum will ich das? Ist es wirklich vorteilhaft für mich? Stimmt es mit meinen Werten und langfristigen Zielen überein? Darüber hinaus lehrt der Stoizismus Zufriedenheit in der Einfachheit. Der stoische Philosoph Seneca schrieb einmal: Nicht der Mann, der zu wenig hat, sondern der Mann, der mehr begehrt, ist arm. Dieser Gedanke spiegelt die Idee wider, dass wahrer Reichtum und Glück nicht aus äußerer Fülle stammen, sondern aus innerer Zufriedenheit und Balance. Zusammenfassend, während die moderne Gesellschaft Übermaß und sofortige Befriedigung feiert, bietet die Weisheit des Stoizismus ein Gegenkonzept, eines der Mäßigung, Introspektion und Balance. Indem wir die Fallstricke des übermäßigen Genusses erkennen und aktiv Temperanz kultivieren, steigern wir nicht nur unser Wohlbefinden, sondern ebnen auch den Weg für ein erfüllteres und harmonischeres Leben. Nummer 4. In der Vergangenheit verweilen und sich übermäßig um die Zukunft sorgen. Zeit ist eine merkwürdige Entität. Sie fließt ständig, ist unaufhaltsam und doch sind unsere Gedanken so oft gefangen, entweder in der Vergangenheit zu leben oder ängstlich die Zukunft zu erwarten. Unsere zweite antistoische Gewohnheit befasst sich mit diesem zeitlichen Tauziehen, in der Vergangenheit verweilen und sich übermäßig um die Zukunft sorgen. Denken Sie an die Male, die Sie ein vergangenes Ereignis in Ihrem Kopf wiederholt haben, wünschend, Sie könnten ein Wort, eine Handlung oder eine Entscheidung ändern. Oder an die Nächte, in denen Sie sich hin und her wälzten
und sich über zukünftige Unsicherheiten quälten, selbst über solche, die weit außerhalb ihrer Kontrolle liegen. Diese mentalen Muster können uns die Freude und das Potenzial des gegenwärtigen Moments rauben. Indem wir ständig zurück- oder vorausblicken, verschwimmen die Schönheit und die Möglichkeiten, die uns gerade jetzt zur Verfügung stehen. Der Stoizismus lehrt uns den Wert des Präsenseins, des Verwurzeltseins im Jetzt. Während es natürlich ist, über die Vergangenheit nachzudenken und für die Zukunft zu planen, können uns Gefangene dieser Gedanken zu einem halbgelebten Leben führen. Stellen Sie sich die Befreiung vor, jeden Moment vollständig zu umarmen, ohne die Schatten von gestern oder die Wolken von morgen, die darüber schweben. Es ist eine Praxis, eine bewusste Wahl, die wir jeden Tag treffen können. Epiktet sagte einmal: Denke daran, es reicht nicht aus, geschlagen oder beleidigt zu werden, um verletzt zu werden. Du musst glauben, dass du verletzt wirst. Auf unserer Lebensreise ist es wesentlich zu verstehen, dass unsere Wahrnehmung unsere Realität formt. Indem wir uns im Jetzt verankern und Achtsamkeit üben, können wir Frieden inmitten des Chaos finden und wirklich leben, anstatt nur zu existieren. Nummer 5. Komfort über Wachstum stellen. Es gibt eine unbestreitbare Anziehungskraft des Komforts. Weiche Kissen, vertraute Routinen, die Leichtigkeit des Bekannten. Aber gibt es einen versteckten Preis dafür, immer den Weg des geringsten Widerstands zu wählen? Unsere dritte antistoische Gewohnheit taucht in eine allgegenwärtige Herausforderung ein: Komfort über Wachstum zu stellen. Stellen Sie sich eine Pflanze vor, eingeschränkt durch einen Topf, der zu klein für ihr Potenzial ist. Während der Topf vertraut und sicher ist, kann die Pflanze nicht wirklich gedeihen, bis sie die Chance bekommt, sich auszudehnen und nach der Sonne zu greifen. Ähnlich, wenn wir kontinuierlich Komfort suchen, könnten wir unbeabsichtigt unser Wachstum ersticken. Unbehagen zu vermeiden kann bedeuten, Herausforderungen auszuweichen und dabei wertvolle Lektionen und Erfahrungen zu verpassen. Der Stoizismus erinnert uns daran, dass Unbehagen ein Tor zum Wachstum sein kann, dass Widrigkeiten, mit Mut und Resilienz konfrontiert, uns zu stärkeren, weiseren Wesen formen können. Stellen Sie sich die Befriedigung vor, eine lang gehegte Angst zu überwinden oder eine Herausforderung zu meistern, die Sie einst für unüberwindbar hielten. Diese Begeisterung, dieses Wachstum, liegt oft gerade außerhalb unserer Komfortzone. Seneca schrieb: Schwierigkeiten stärken den Geist, so wie Arbeit den Körper stärkt. Während wir durch das Gewebe des Lebens reisen, suchen wir nicht nur die gemütlichen Ecken, umarmen wir auch die rauen Patches, denn dort entfaltet sich oft unser wahres Potenzial. Nummer 6. Ein Opfer der Umstände sein. Im weitläufigen Teppich der menschlichen Erfahrung sind Herausforderungen und Widrigkeiten ebenso unvermeidlich wie die wechselnden Jahreszeiten. Ob es der Verlust eines Jobs, das Ende einer Beziehung oder eine unerwartete gesundheitliche Herausforderung ist, das Leben hat eine Art, uns mit Umständen zu konfrontieren, die unsere Stärke testen. Wie wir diese Herausforderungen jedoch wahrnehmen und darauf reagieren, definiert unseren Weg. Und hier liegt der Unterschied zwischen einem proaktiven Navigator des Lebens und einem Opfer der Umstände. Die Denkweise eines Opfers ist durch ein Gefühl der Machtlosigkeit gekennzeichnet, bei dem äußere Ereignisse als Kräfte angesehen werden, die das Schicksal eines Menschen bestimmen. Es besteht ein inhärenter Glaube daran, dass man keine Handlungsmacht oder Kontrolle darüber hat, was passiert, was zu Reaktionen führt, die von Frustration, Wut oder Verzweiflung angetrieben werden. Eine solche Denkweise äußert sich oft in Sätzen wie: Warum passiert mir das immer? Oder: Ich kann das nicht ändern. Es ist einfach mein Schicksal. Obwohl es natürlich ist, sich gelegentlich überwältigt zu fühlen, kann das ständige Verweilen in einer Opfermentalität persönliches Wachstum und Potenzial behindern. Der Stoizismus fordert diesen passiven Lebensansatz heraus. Anstatt Ereignisse als gut oder schlecht wahrzunehmen, ermutigt der Stoizismus uns, sie als neutrale Vorkommnisse zu sehen, und unsere Urteile über sie geben ihnen Wert. Epiktet sagte einmal: Es sind nicht die Dinge, die uns aufregen, sondern unser Urteil über die Dinge. Diese Perspektive unterstreicht die Macht der Wahrnehmung bei der Gestaltung unserer Erfahrungen. Indem wir die Opfermentalität aufgeben, öffnen wir uns für Wachstum und Anpassungsfähigkeit. Wir beginnen zu erkennen,
dass wir zwar nicht immer kontrollieren können, was uns widerfährt, aber sicherlich, wie wir darauf reagieren. Anstatt zu klagen, warum ist das passiert, fragt der proaktive Mensch, was kann ich daraus lernen oder wie kann ich mich anpassen und überwinden? Diese subtile Veränderung in der Fragestellung verwandelt Herausforderungen in Gelegenheiten für Wachstum. Proaktiv zu sein bedeutet auch, Resilienz und Ressourcenreichtum zu kultivieren. Wenn man mit Widrigkeiten konfrontiert wird, sucht ein widerstandsfähiger Mensch anstatt dem Verzweifeln nach Lösungen, lernt aus Fehlern und bleibt trotz Rückschlägen standhaft. Das bedeutet nicht, Herausforderungen zu ignorieren oder herunterzuspielen. Es bedeutet, sie mit einer konstruktiven und anpassungsfähigen Denkweise anzugehen. Darüber hinaus fördert das Lösen von einer Opfermentalität Empathie und Mitgefühl, nicht nur für sich selbst, sondern auch für andere. Zu erkennen, dass jeder auf einer einzigartigen Reise ist, beladen mit eigenen Herausforderungen, schafft einen Raum für Verständnis und gegenseitige Unterstützung. Es ist erwähnenswert, dass das Befreien von der Opfermentalität nicht die Authentizität der eigenen Gefühle oder Erfahrungen negiert. Schmerz, Trauer und Wut sind gültige Emotionen und es ist entscheidend, sie anzuerkennen und zu verarbeiten. Der Unterschied liegt jedoch darin, wie lange man in diesen Emotionen verweilt und wie man diese Emotionen die eigene Erzählung prägen lässt. Zusammenfassend hängt die Wahl zwischen einem Opfer der Umstände und einem proaktiven Navigator der Herausforderungen des Lebens von Wahrnehmung, Denkweise und Reaktion ab. Während die Widrigkeiten des Lebens unvermeidlich sind, ermöglicht es uns eine stoische Perspektive, sie mit Gelassenheit, Resilienz und Zweckmäßigkeit zu konfrontieren. Indem wir dies tun, verbessern wir nicht nur unser persönliches Wachstum, sondern inspirieren auch die Menschen um uns herum, Herausforderungen nicht als unüberwindbare Hindernisse, sondern als Sprungbretter zu größeren Höhen zu sehen. Nummer 7. Verantwortung vermeiden. Verantwortung, ein Wort, das Gewicht trägt und Respekt fordert. Im Theater des Lebens ist das Übernehmen von Verantwortung für die eigenen Handlungen, Entscheidungen und Umstände ein zentrales Thema. Doch für viele besteht eine verbreitete Neigung, ihr auszuweichen, Schutz in Ausreden, Schuldzuweisungen oder schlichter Verleugnung suchend. Diese Vermeidung, obwohl sie momentan Erleichterung bringt, führt oft zu persönlicher Stagnation, belasteten Beziehungen und einem Leben, das nicht im Einklang mit dem eigenen wahren Potenzial steht. Verantwortung zu vermeiden, ist im Wesentlichen eine Form der Selbstsabotage. Wenn jemand die Verantwortung scheut, gibt er unbeabsichtigt die Kontrolle über seinen Lebensweg ab. Indem man Ergebnisse externen Faktoren zuschreibt, sei es dem Schicksal, anderen Menschen oder einfach Pech, positioniert man sich selbst als bloßen Zuschauer, machtlos im sich entfaltenden Drama seiner Existenz. Diese Denkweise hemmt nicht nur das persönliche Wachstum, sondern fördert auch Gefühle von Groll, Hilflosigkeit und Unzufriedenheit. Der Stoizismus, mit seinem reichen Teppich an Weisheit, bietet tiefe Einsichten in das Wesen der Verantwortung. Im Herzen der stoischen Philosophie liegt das Prinzip, sich auf das zu konzentrieren, was in der eigenen Kontrolle liegt, und das zu akzeptieren, was nicht kontrollierbar ist. Stoiker glauben, dass wir zwar nicht immer äußere Ereignisse diktieren können, aber absolute Herrschaft über unsere Reaktionen, Urteile und Handlungen haben. Epiktet fasste dies eloquent zusammen, als er sagte: In unserem Leben ist unsere erste Aufgabe dies, Dinge in zwei Kategorien zu teilen und zu unterscheiden. Äußerlichkeiten, die ich nicht kontrollieren kann, aber die Entscheidungen, die ich bezüglich ihnen treffe, kann ich kontrollieren. Verantwortung zu übernehmen im stoischen Sinne bedeutet, diese innewohnende Kraft zu erkennen, sie zu nutzen und die eigenen Handlungen mit den eigenen Kernwerten und Prinzipien in Einklang zu bringen. Es geht darum, die Konsequenzen der eigenen Entscheidungen, sowohl die günstigen als auch die ungünstigen, mit Gelassenheit und Anmut zu akzeptieren. Aber was treibt die Neigung an, Verantwortung zu vermeiden? Oft ist sie in der Angst verwurzelt, Angst vor Versagen, Beurteilung oder Verletzlichkeit. Verantwortung zu übernehmen kann entmutigend sein, denn es bedeutet, sich den eigenen Unvollkommenheiten und Schwächen direkt zu stellen. Es erfordert Mut, Demut und Integrität. Doch gerade in diesem Akt mutiger Akzeptanz findet man Befreiung und Ermächtigung. Verantwortung zu vermeiden bedeutet auch,
sich die Gelegenheit zu lernen, zu entwickeln und zu reifen, zu verwehren. Fehler und Fehlurteile, wenn sie anerkannt und umarmt werden, verwandeln sich in unschätzbare Lektionen, formen den Charakter und fördern die Resilienz. Im Gegensatz dazu ist ein Leben in der Verleugnung eines, dem es an Tiefe, Wachstum und Authentizität mangelt. Zusammenfassend ist das Übernehmen von Verantwortung sowohl eine Pflicht als auch ein Privileg. Es ist ein Bekenntnis zu sich selbst, eine Bestätigung der eigenen Handlungsfähigkeit und ein Zeugnis des eigenen Charakters. Während der Reiz des Vermeidens vielleicht kurzfristigen Komfort bietet, ebnet das Umarmen der Verantwortung den Weg für ein Leben voller Zweck, Integrität und Erfüllung. Während wir die unzähligen Herausforderungen und Entscheidungen, die das Leben bietet, navigieren, mögen wir uns immer an die stoische Weisheit erinnern. Es sind nicht die Ereignisse, die uns formen, sondern unsere Reaktion darauf. Und in dieser Reaktion liegt das Wesen der wahren Verantwortung. Wir alle haben Gewohnheiten, einige gut und einige nicht so gut. Diese 7 Gewohnheiten, über die wir gesprochen haben, können uns daran hindern, unser Bestes zu sein. Aber es gibt gute Nachrichten. Indem wir den Ideen des Stoizismus folgen, können wir lernen, bessere Entscheidungen zu treffen. Denken Sie daran wie eine Anleitung für das Leben. Indem wir diese Gewohnheiten verstehen und daran arbeiten, öffnen wir die Tür zu einer besseren Zukunft. Stellen Sie sich also vor, wie großartig morgen sein könnte, während Sie über das heute Gelernte nachdenken. Dies ist Ihre Chance, eine große Veränderung vorzunehmen und ein besseres, glücklicheres Leben zu beginnen.